ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es meine Rezension zu New Earth Project, Tödliche Hoffnung von David Moite. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. In der Dystopie New Earth Project befinden wir uns im Jahre 2125. Die Welt ist von Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung gezeichnet. Die Gesellschaft ist gespalten, die Reichen leben in schützenden Glaskuppeln und die Armen leben in der sogenannten Water Zone und sind dort schutzlos. In der Water Zone leiden die Menschen unter Armut, aber vor allem Hunger, denn es gibt kaum noch Arbeit für die Menschen. Die meisten Arbeiten werden nämlich zu dieser Zeit von Robotern erledigt. Isis lebt mit ihrer Familie dort in der Water Zone und kämpft täglich ums Überleben. Ja, sie ist eine der wenigen aus dieser Zone, die zur Schule gehen dürfen, denn sie ist besonders klug und dort in der Schule ist sie sehr fleißig, da sie ihrer Familie natürlich ein besseres Leben ermöglichen möchte. Während eines Schulprojekts lernt sie Orion kennen. Er ist der Sohn des Gründers des New Earth Projects und somit ist es die reichste Familie überhaupt. Und ja, sie spürt sofort eine Verbindung zu ihm, obwohl er zu den Unantastbaren gehört. Und diese sind oft arrogant und halten sich für was Besseres. Das New Earth Project ermöglicht es, 1 Million Menschen pro Woche in ein Raumschiff zu steigen und nach 6-jähriger Fahrt den Planeten New Earth zu bereisen, zu bevölkern und dort ein neues Leben zu beginnen, an einem Ort, an dem es noch Natur, Tiere und Sonnenlicht gibt. Isis Familie ist überglücklich, als sie Tickets nach New Earth gewinnen und nun auf den neuen Planeten reisen können. Denn das ist auch die letzte Rettung für sie. Aber Isis möchte ihre Heimat, ihren Planeten und ihre Freunde nicht verlassen. Doch sie weiß, dass es die einzige Möglichkeit für ihre Familie ist. Als Orion erfährt, dass Isis nach New Earth reisen wird und dass er sie nie wiedersehen wird, ja, dann macht er sich ein bisschen schlau über das Projekt seines Vaters, was ihn vorher nicht so wirklich interessiert hat. Und ja, dann findet er Dinge heraus, die wirklich unglaublich schrecklich sind. Die Zukunftsversion, die der Autor hier entwirft, ist wirklich unglaublich realitätsnah. Also ich kann mir unglaublich gut vorstellen, dass unsere Welt irgendwann so aussehen wird, wenn wir nicht besser mit unserer Umwelt umgehen. Aber alles, was mit dem New Earth Project zu tun hat, ist absolut erschreckend und richtig krass und absolut krank. Aber worum genau es sich dabei handelt, das müsst ihr einmal selbst lesen. Die Schriftgröße in diesem Buch ist unglaublich groß, weshalb ich dieses Buch innerhalb von ein paar Stunden verschlungen habe. Also das kann man wirklich zwischendurch einmal ganz schnell weglesen. Dieses Buch war unglaublich mitreißend und fesselnd und ich konnte es einfach nicht aus der Hand legen. Und ja, es war so unfassbar spannend, diese Welt zu erkunden und zu schauen, was in dieser Zukunftsversion anders ist als in unserer heutigen Welt und alles über das New Earth Project herauszufinden. Ich denke bloß, man hätte noch sehr viel mehr aus dieser Geschichte machen können. Ich kann mir hier total gut eine mehrteilige Buchreihe auch vorstellen. Und ja, diese Welt hat auf jeden Fall noch viel mehr zu bieten. Aber ja, der Autor hat sich nun einmal für ein Einzelband entschieden und das ist auch in Ordnung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dass ihr vielleicht zu dieser Geschichte greifen werdet. Sagt mir gerne Bescheid und erzählt mir auch eure Meinung, wenn ihr es schon gelesen habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag und habt ganz viel Spaß bei dem, was ihr so vorhabt. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!